Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Insurgents. Wir befinden uns hier auf dem Weg in das nächste Lager, um Professor Maple zu finden, der anscheinend gerade ein bisschen durchdreht. Mew ist gerade hinterher geflogen, finde ich cool. Ja. Ich bin schon gespannt. Was machen diese Noten hier? Das hat mir, glaube ich, noch keiner gesagt, was ich damit tun kann. Kannst du damit irgendwas machen, Mew? Ich fürchte nicht. Tja. Tja, hier sind wir nicht richtig. Habe ich nicht Ja gedrückt? Anscheinend habe ich nicht Ja gedrückt. Okay. Toll. Gut, dass der Berg gar nicht total verwinkelt ist. Ich nicht total verwirrt bin, wo ich hin muss. Ein Noctu, hi. Ich bin da mal weg. Wiedersehen. Da ist ein Item, das möchte ich. Das ist ein Hyperball. Das ist meiner. So, hi. Ja. Es schneit. Das ist mir auch schon aufgefallen. Was hast du denn an? Das sieht nicht aus, als könnte man damit den Schnee. Hey, wir sind beide Typ Psycho. Ist das nicht schön? Oh, tschüss. Natürlich ist meine Spezialverteidigung. Ach, sein ist aufgefallen. Hahaha. Oh, tschüss. Ja, toll. Hat fast gereicht. Oh, der Hagel hat's. Aha. Yay, Hagel. Sehr schön. Heracross. Du bist der Käfer. Und du bist der Kampfkäfer. Das sollte gut Schaden machen, ja. Ja, schön. Autsch, das macht auch bei mir schön Schaden. Gut. Oh, Gardevoir ist noch Level 92. Gardevoir, du hängst hinterher. Wusstest du das schon? Schlimm. So, auf Wiedersehen. Das gibt das Level-Up für Gardevoir. Ich habe keine Ahnung, was sie schickt. Ach. Natürlich. Das war gut. Gut, wir wechseln. Wir wechseln definitiv, weil ich denke, es kommt jetzt zur Kampfattacke. Autsch. So, und wir machen hier mal wieder Drachen-Action, ne? Mit unserem Megadrachen. Oh, Baloui hat auch bald ein Level Up, Leute. Schade, diese Runde nicht mehr. Diesen Kampf nicht mehr. So. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte jemand heilen. Gardevoir, du wirst kalt. Herzlichen Glückwunsch. Sollen wir... Na, wir beleben Mew nicht wieder. Wird schon gehen ohne Mew erstmal. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so weit bis zum Lager. Dahin war ein Item. Skydrop. Okay, cool. Nicht schlecht. Hier sind nur Kristalle. Was bist du? Cool. Es sind hier so viele Delta-Pokémon. Die müssten wir alle noch einsammeln irgendwann. So. Ja, wildes Pokémon. Ach du meine Güte. Warum bist du denn hier auf dem Berg? Wieso? Okay. Wanderer. Wanderer, hallo. Oh, Hoenn ist seine Lieblingsregion. Aber hier gibt es noch gar nichts. Ist Hoenn nicht neu entdeckt worden? Wie kann das schon seine Lieblingsregion sein? Es ist alles noch Wildnis. Aha, Steinkante. Warum? Warum trifft die blöde Steinkante? Ich fass es nicht. Fies. Mann, das gibt's doch nicht. Nee, ich will nicht fies einsetzen, bitte. Also ehrlich, als würde ich jetzt fies einsetzen wollen. Ja, Stan. Danke dafür. Hier ist nichts. Oh, ich habe Maple gefunden. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Miri, gut, dich zu sehen. Ich habe wundervolle Neuigkeiten. Du erinnerst dich daran, als ich dich angerufen habe wegen kämpfenden Pokémon. Ich habe jetzt den Beweis, dass es ein Delta-Regirock war. Die Delta-Version eines legendären Pokémon. Wie wunderbar. Und noch wichtiger, wir haben den Beweis, dass Delta-Rigi-Stil
durch den Hulon-Vulkan gehen wird. Ich habe schon eine Falle aufgestellt. Ich kann es kaum erwarten. Oh, er ist gehüpft. Cool. Das wird mein großer Durchbruch. Oh, ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es der ganzen Welt zeigen. Die Welt wird die Macht der Delta-Pokémon erleben. Die stärksten Pokémon aller Zeiten. Okay. Bald werden die ganze Universität und das ganze Universum sich vor mir verbeugen. Okay. Da dreht einer am Rad. Ein bisschen. Hilfe. Wie auch immer, ja, komm zur Basis im Vulkan und sieh, was du machen kannst. Delta Registil sollte bald vorbeikommen und du möchtest das nicht verpassen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bin ich schon im Lager? Ich bin schon im Lager. Okay, wir gehen jetzt erstmal heilen. So, hallo. Dem Professor geht's gut. Ich denke, es geht ihm gut. Alles gut. Er hat halt eine komische Lache. Oder so. So, schauen wir mal, ob hier drüben noch was ist. Da ist eine Höhle. Okay. Und ein Trainer. Ich würde sagen, wir kämpfen gegen den Trainer. Hi. Oh, schön. Lass mich raten, du explodierst. Du explodierst nicht? Unglaublich. Wow. Normalerweise explodieren die immer nur und sind für nichts anderes da. Auf Wiedersehen. Ha. Autsch. Ninjas. Okay. Das ist garantiert schneller als ich. Ja. Tja, das war's jetzt wohl für mein armes Mew. Wir wechseln Baloui rein, weil der bald ein Level-Up hat, soweit ich weiß. Soweit ich mich erinnern kann von Anfang der Folge. So, das sollte es aber auch dann für Ninjask sein. Ja, das war's für Ninjask. Reicht das für ein Level-Up? Ich fürchte fast nicht. Doch! Yay! Sehr schön. Oh ja, da ist ja tatsächlich ein Generator. Okay. Irgendwo kann man ihn wohl aufladen. Wahrscheinlich in der Höhle, würde ich vermuten. Was tust du im Schnee und Regen und Hagel? Da bist du nicht gut aufgehoben. Nein, nein, nein. Keine Rutschrätsel. Wie bin ich nur hier reingeraten? Okay, hier scheint aber nur ein Item drin zu sein. Ich bin mir nicht sicher, was ich überhaupt vorhabe. Ich versuche eigentlich wieder rauszukommen. Irgendwie. So. Okay. Aufladen kann man das Ding hier wohl nicht. Das war clever. Genau das wollte ich machen. So, aber ich komme ja ganz einfach wieder zurück. Du hast immer noch nichts hier zu suchen. Das hier ist gefährlich für dich. Du bist eine Pflanze und hier ist Schnee und Hagel. Oh, cool. Hi. Das ist auch ein cooles Pokémon. Auf Wiedersehen. So, wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir müssen schließlich einen Vulkan erkunden oder so. Hey, fies. Ja. Fies. Das gibt's doch nicht. Oh cool, der hat einen Milotic. Möchtest du Pokémon tauschen? Aber was tauschen wir gegen was? Was für Pokémon tauschen wir miteinander? Nein, ist schon okay. Ich stehe gerne auf einem Vulkan. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Ich finde, er übertreibt. Okay, ich kann dich hier nicht durchlassen. Okay. Ich brauche eine Erlaubnis, um hier durchzukommen. Ja gut. Oh, ein Geschenk. Voltwechsel. Cool. Dankeschön. Die Leute hier sind sehr nett in der Hulon-Region. Das muss man ja mal sagen. Was denkt ihr denn, was es macht? Okay, man kann es anscheinend nicht direkt angreifen. Ja gut.
Ein Rätsel. Ja, richtig. Der ist ganz schön durchgedreht. Das glauben wir alle. Sie sind wohl nicht einfach so verschwunden, die Leute, die hier früher gelebt haben. Okay. Sie sind wohl... Oh, sie wurden wohl gezwungen zu gehen. Sie waren von irgendwas verängstigt. Vielleicht von einem Pokémon. Oh nein, das ist... Oh nein. Ich fürchte schon, was das sein könnte. Hoffen wir mal nicht, dass es das ist, was ich fürchte. Ja, Deltas sind viel gefährlicher. Guckt euch meinen Baloo an. Das sieht so gefährlich aus. Das sieht wirklich gefährlich aus. Ja, leider dürfen wir da nicht hin. Ja, ich erinnere mich daran. Oh, als... Ist da oben der Auge? Och Mann, jetzt steht die da schon wieder im Weg. Mann, ich bin extra einmal rumgelaufen, dass du das nicht mehr machst. Unglaublich. Unmöglich. Mein liebstes Delta. Ja. Ja, richtig. Ich weiß, man muss Deltas fangen. Ich weiß, ich weiß. Wir gehen dann mal heilen und dann würde ich sagen, erkunden wir einen Berg. Wenn ich nicht gegen Eisblöcke laufe, so. Ha, sind wir bereit? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Schon wieder ein Vulkan. Die mussten halt wahrscheinlich zeigen, was für coole Lava sie gemacht haben. Dass das jeder sehen kann. Deswegen müssen wir hier so oft durch Vulkane durch. Ja, Registriel ist in der Region. Ja. So, was hast du, Ericsson? Oh, okay. Ja, Mew kann da, glaube ich, recht wenig gegen machen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir holen mal Mew zurück. Steinkante. Die natürlich trifft, weil die Steinkante von Gegnern immer trifft. Hätte ich Steinkante, würde die wahrscheinlich nie treffen. Deswegen habe ich nie sowas wie Steinkante auf meinem Pokémon, weil ich damit einfach nicht treffe. Nie. Wirklich nie. Das ist mega fies, dass ich nie treffe. Ja, Explosion, super. Danke dafür, Kapi. Ach du, süß. Autsch. Ich habe überlebt, yes, ha. Haha, auf Wiedersehen. Und das gibt Level 94 für Impagator, sehr schön. Ja, ich hoffe auch für dich, dass du was Seltenes findest. So. Ich fürchte, wir müssen Impagator heilen, weil das wahrscheinlich wichtig ist in dem Vulkan drin. Da sind sicher viele Pokémon, die ein kleines Problem mit Wasser haben. So, aber wir sortieren mal wieder nach Leveln. Wir haben 3 mit Level 93 und 3 mit Level 94. Ich finde es immer noch sehr interessant, dass wir vor allem männliche Pokémon haben. Keine Ahnung, wie das passiert ist. War, Absicht war das nicht. So, hi, ich bin Miri. Ich suche Professor Maple, der so seltsam lacht und der so ein bisschen durchgedreht ist. Ja, alles Wasser hier ist mega heiß. Cool. Ich würde nicht drin baden gehen wahrscheinlich. Starmie. Nein, nein. Komm schon, zweimal hintereinander. Oh schön, ich bin direkt raus. Aber dafür habe ich mich auch zweimal selbst geschlagen. Auf Wiedersehen. Danke für nix. Und das nächste Pokémon, Level 94. Maractus. Die Frage ist, ist das jetzt das normale oder die Delta-Version, Leute? Das normale. Okay. Ist okay für mich, Tiefschlag. Das ist nicht okay für mich. Auf Wiedersehen. So. Den hätten wir besiegt. Ich will das Item. Was ist das? Oh, wow. Ein Glurak-Nid. Okay. So, voll random in der Höhle einfach. Okay. So, das noch eine Wissenschaftlerin. Okay, sie hat versucht, Pokémon im Wasser zu finden, aber anscheinend ist hier nichts. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Hey, bist du ein One-Hit? Ich fürchte nicht. Ein Two-Hit, okay. Ja, Spezialverteidigung hoch, jetzt ist ein Three-Hit.
Klasse. Wenigstens habe ich mich mit jeder Attacke geheilt. Das ist doch was. Na gut. Hier sind keine Pokémon. Ich habe gar keinen Superschuss eingesetzt. Und es taucht trotzdem nichts auf, nicht wahr? Interessant. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das Wasser ist wirklich heiß. Ich habe schon mitgekriegt. Irgendwas muss das Wasser hier halten. Ja, stimmt. Wenn das so mega heiß ist... Vielleicht ist es noch nicht heiß genug, dass es alles verdampft. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, das hat ganz gut Schaden gemacht. Und es ist paralysiert und gleich stecken geblieben. Und es hat sich erholt. Ah, fies! Aber ich bin fast wieder voll geheilt. Das ist sehr cool. Sehr schön. Besser als Überreste. Nee, nicht ganz. Aber so ähnlich. Hallo, kleines Fischi. Auf Wiedersehen, kleines Fischi. Nein, fies, das hat überlebt. Und es macht eine Kehrtwende hier raus. Okay. Dich mag ich nicht, Fischi. Dich mag ich gar nicht. Oh, es ist hochgesprungen. Yeah. Autsch. Gut, dass das gar keinen Schaden gemacht hat. Auch gut. Hört so auf, solche Geräusche zu machen, bitte. So, das sollte jetzt aber reichen. Auf Wiedersehen. Warum hast du eigentlich lauter Fische dabei? Wahrscheinlich hatte er eigentlich mehr Pokémon. Die hat er nur alle in das kochend heiße Wasser geworfen, weil er dachte, oh, hier habt ihr Wasserfische. Fies. Was ist das? Sieht sehr auffällig aus. Hallo? Das sieht immer noch sehr auffällig aus. Aber anscheinend ist hier nichts. Ja gut, ja gut. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir dann hin müssen. Ach, hier ist ein Wasserfall. Okay. Ist noch eine Trainerin. Aber wisst ihr was, Leute? Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr wissen wollt, was uns hier in dem Vulkan noch erwartet, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.